So, dann fangen wir an. Claudio Schiesel, aka Civic von civicsblogspot.com. Heute Folge 16 von Inside Politics zum Thema Landtagswahlen. Heute wieder mal ganz neu eine Podiumsdiskussion live vom Barcamp. Also ihr werdet nicht das Livestream, aber ihr könnt es dann euch anschauen. Via Facebook kann man mir ja schreiben. Folgendes. Kurz zur Erklärung, um was geht es heute. Manche Leute kennen die Fernsehdebatten aus den 1970er Jahren. Wir machen eine Mischung, sprich eine Podiumsdiskussion danach und davor eine circa 12 Minuten dauernde unmoderierte Phase, in der jeder Kandidat in insgesamt 3 Gängen, wir haben heute 4 Kandidaten da, eine Minute Sprechzeit hat. Das funktioniert so. Ich werde dann nach einer Minute den Kandidaten mittels eines Pfeifsignales unterbrechen. Das ist sehr sportlich, aber als ehemaliger Schiedsrichter darf ich das. Und nach dem dritten Gang kann das Publikum und können auch die Leute via Facebook mitschreiben oder Fragen stellen. Ich werde genauso meine Fragen zum Thema Landtagswahlen stellen. Ich darf begrüßen Barbara Mansberger von der ÖVP in Vertretung von Dr. Buchmann. Ich darf begrüßen Gemeinderätin Daniela Grabe von den Grünen. Mr. Hypo, könnte man schon fast sagen, Christian Böhler von den NEOS. Und Peter Böschl, Piratenpartei, Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2015 hier in der Steiermark. So, jetzt fangen wir an, ganz klassisch. Jeder zieht bitte ein Kärtchen. Ja, das ist das Erste. Genau. Die höchste Nummer hat das Schlusswort, die niedrigste Nummer hat das Anfangswort. Deswegen steht beim 1 auch ein A dabei. So, wer hat die höchste Nummer? 5. Okay, das ist ein Dreier. 2. Gut, das heißt... Ladies first und Ladies last. Das ist immer so. Und jetzt fängt der sportliche Teil der ganzen Geschichte an. Ich nehme jetzt mich sozusagen zurück. Übrigens vor der Kamera heute Alexandra Forster in Vertretung von Philipp Bayer, unserem professionellen Kamerateam. Sponsert bei Matura Ball TV. Nur Schleichwerbung muss ich auch hin und wieder sagen. Ganz kurz, Sie können sozusagen jetzt anfangen, über was Sie reden möchten zum Thema Landtagswahlen. Ein Wort muss ich natürlich geben. Wie sieht die ÖVP jetzt die kommenden Landtagswahlen? Was sind Ihre Ziele bei den Wahlen und was wollen Sie danach gestalten? Gut. Und start. Ich heiße Barbara Mansberger, ich darf kandidieren für die ÖVP bei den Landtagswahlen, nominiert im Wahlkreis 1. Die Ziele der ÖVP sind natürlich klar, dass sie wieder den Landeshauptmann stellen möchte. Das heißt, ja, viel Anstrengung. Es ist ja einiges gelungen in der Steiermark. Es wurde sehr viel neu gestaltet. Ich nehme aber an, dass wir versuchen nicht nur, dass man sich da jetzt ausrastet auf dem Ganzen, sondern dass man da jetzt weitermacht. Das ist eine Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen ist. Ich persönlich, ich stehe eigentlich für eine Politik, wo wieder mehr das klare Denken, das bodenständige Denken, der Hausverstand Einzug halten soll. Viel weniger Einmischung, dass einfach sehr wohl, dass sich halten an Rahmenbedingungen, das ist schon wichtig, aber dass alles von Seiten der Politik geregelt wird, das lehne ich ganz, ganz stark ab. Ja, also Christian Böder noch einmal. Also wir von NEOS möchten, und ich
persönlich möchte, dass die Politik wieder zurück in die Herzen der Steirerinnen und Steirer kommt. Das heißt, die müssen wieder das Gefühl haben, dass sie gehört werden, dass sie verstanden werden. Es gibt so viele Themen, angefangen beim Budget, über die Haftungsthematiken, über die Förderungsproblematik in unserem Land. Es braucht einen neuen Wind, es braucht eine Veränderung und vor allem braucht es Transparenz. Ich glaube, die Wahrheit ist den Bürgerinnen und Bürgern zumutbar, die Karten auf den Tisch und dann entscheiden, wie wir für die Steiermark den bestmöglichen Weg gemeinsam gehen können für unsere Kinder und auch für unsere Generation. Und ich trete besonders dafür ein, dass man diesen Haftungsdschungel, die Milliarden, die hier im Hintergrund schlummern, durch die diversen Bankenstrukturen offenlegt und den Bürgern sagt, was ihm blühen könnte, wenn eine dieser Gesellschaften insolvent wird oder zahlungsunfähig. Das ist für mich ein wesentliches Thema in der Steiermark. Peter? Ja, mein Name ist Peter Böschl, ich treffe die Piraten an in dem Landtagswahlkampf. Unser Ziel ist es, über Graz ein Direktmandat zu erreichen. Wir glauben auch, dass das möglich ist, weil einer unserer Schwerpunkte ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in und um Graz, weil wir wollen nicht, dass, so wie es bisher passiert ist, nur Kleinmaßnahmen in Graz selbst passieren. Wir wollen, dass Graz als Großraum gesehen wird, dass man mal über die Stadtgrenzen hinausdenkt, dass das erweitert wird. Daneben haben wir natürlich unsere klassischen Themen, die sowieso bekannt sind. Also wir sind für mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung. Wir wollen, dass es genauso wie wir selbst auch machen, die Parteien, die Verwaltung ihre Finanzen und alles offenlegt, dass die Bürger wissen, was mit ihrem Steuergeld passiert. Wir sind für Einführung von Mindestlöhnen, von Mindestlohnstandards. Wir wollen einfach, dass in der Richtung irgendetwas passiert. Wir wollen die Rücknahme Entschuldige, aber der redet jetzt etwas schon drüber. Okay. Daniela? Also Daniela Grabe, ich trete nicht für die Landtagswahl an. Ich bin grüne Gemeinderätin in Graz, kann aber trotzdem ein paar Punkte sagen zu den Themen, die uns, also den Landesgrünen, für die Wahl und für die Zukunft wichtig sind. Das eine trifft sich mit euren Dingen auch. Kontrolle, Transparenz, mehr Einblick, und das bedeutet teilweise auch die Mehrheiten knacken, damit nicht mit teilweise zwei Drittel Mehrheit blockieren, die Informationen sowohl für die Oppositionsparteien zurückgehalten werden, als natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger. Das trifft sich mit meiner Tätigkeit im Grazer Gemeinderat auch. Ich bin dort eine derer, die diese Open Government Data Bewegung vorantreibt, dass man eben Einblick kriegt in alle Verwaltungsdaten, die jetzt nicht personen-, also datenschutzmäßig eingeschränkt sind und so weiter, um sich selbst ein Bild machen zu können. Ein zweiter Bereich ist natürlich immer ein grünes Kernthema, Ökologie, biologisch-regionale Ernährung gehört natürlich dazu, wie auch die ganze Verkehrsproblematik, Großraum Graz als einen Großraum sehen und nicht Gemeinde gegen Gemeinde aufspielen und so weiter. So, gut. Zweite Runde. Was ist in den letzten 5 Jahren gut gelaufen in der Steiermark? Was soll in den nächsten 5 Jahren besser laufen? Ja, gut gelaufen. Es ist ja komplett durch die Gemeindezusammenlegung hat es da endlich einmal eine Strukturreform gegeben. Das ist sicher gut gelaufen. Für mich ist natürlich immer der wirtschaftliche Faktor sehr wichtig, und wenn ich da so durch die Steiermark fahre, sehe einfach, dass die Steiermark sich wunderbar entwickelt hat. Nicht nur während der letzten 5 Jahre, ich würde eher sagen, während der letzten 10, 15 Jahre. Nicht zu vergessen ist allerdings Steiermark als Industriestandort weiter zu positionieren bzw. auszubauen. Das sind wichtig, die Infrastrukturmaßnahmen, die man überhaupt nicht aus dem Auge verlieren sollte, die ja schon zum Teil begonnen wurden, dass die fertig geführt werden. Breitbandausbau ist ganz wichtig. Christian Müller. Gut. Was ist gut gelaufen? Auf jeden Fall, dass man Reformen angegangen ist. Also
Die Dinosaurier haben es geschafft, eine Verwaltungsreform auf Gemeindeebene durchzuführen. Das ist sicher lobenswert. Wie das passiert ist, über das kann man streiten, dass sie nicht alle Gemeindebeteiligten und Bürgerinnen einbezogen haben im Ausmaß, dass sie es auch verstehen, war, glaube ich, offensichtlich. Was wichtig wäre, was weniger gut gelaufen ist, ist auf jeden Fall die Arbeitslosenrate, die schnellt von Jahr zu Jahr hinauf. Es werden immer mehr Arbeitslose. Aus meiner Sicht wird hier viel zu wenig getan, wie man das wieder einfängt und attraktive Arbeitsplätze in der Steiermark schafft. Die Innovation, wie schon ein Kollege gesagt hat, gehört viel mehr gefördert. Die Start-up-Szene muss möglich sein. Ein unternehmerischer Standort ist für die Steiermark essentiell. Ja, also gut gelaufen, kann man mal sagen, dass es überhaupt zu Gemeindezusammenlegungen gekommen ist, finde ich sehr positiv. Die Form, wie es abgelaufen ist, es war teilweise sehr intransparent. Das Ganze ist aus meiner Sicht ein Schnellschuss gewesen, wo man einfach gewisse Kriterien zu wenig beachtet hat. Dadurch hat es natürlich auch diese Widerstände gegeben, dass man es natürlich nicht jedem recht machen kann, ist vollkommen klar. Aber da hätte viel mehr kommuniziert werden müssen. Die landesinternen Strukturreformen und die BH-Zusammenlegungen, das war aus meiner Sicht eher negativ, weil dadurch hat man bestehende, funktionierende Strukturen zerrissen und es hat viel Geld gekostet und bringt im Prinzip gar nichts, außer dass die Leute jetzt in den Bezirken weitere Anfahrtswege zu den einzelnen Bezirkshauptmannschaften haben, was für die natürlich wieder wirtschaftlich ein Nachteil ist. Wie du auch vorher richtig angesprochen hast, die steigende Arbeitslosenzahlen ist natürlich ein Problem. Es werden immer mehr Leute in prekäre Arbeitsverhältnisse gedrängt und da muss man einfach irgendwas angreifen und was tun. Also gut gelaufen ist auf jeden Fall, dass endlich in der Steiermark der Regress abgeschafft wurde. Das war ein ziemlich harter Kampf, dass man eben nicht für pflegebedürftige Eltern, Großeltern persönlich zur Haftung herangezogen wird. Zweiter Punkt, teile ich die Meinung von euch, Gemeindezusammenlegungen prinzipiell gut, dass eine Strukturreform gemacht wurde, aber das Drüberfahren über einzelne Gemeinden und teilweise funktionierende Strukturen zerstören, ist sehr problematisch und auch demokratiepolitisch problematisch gelaufen. Was auch gut ist, finde ich, ist, dass jetzt auch bei der Gemeinderatswahl vorher, dass dort doch ein bisschen mehr Vielfalt jetzt auch ist, dadurch, dass mehr Parteien angetreten sind und halt was auch hineingeschafft haben. Für die Zukunft, die nächsten 5 Jahre, auf jeden Fall mehr Informationsrechte für Opposition und Bürgerinnen, also Transparenz, Kontrolle und so weiter. Einblick in die Beteiligungsgesellschaften des Landes, da kann das Land sich an Graz ein ganz gutes Vorbild nehmen. Ein zweites ist die soziale Absicherung, das heißt auch Richtig. Wenn Sie im Landtag wären, was würden Sie verändern und was ist der Grund, warum Sie für die Landtagswahlen kandidieren? Respektive bei dir, Daniela, würdest du ab 2017 sozusagen in Graz noch einmal 5 Jahre machen? Ob ich werde oder ob du willst, ja. Also weil du ja für den Landtag nicht kandidierst. Mit dieser Frage habe ich natürlich gerechnet. Ich kann sie nicht zu 100% beantworten. Natürlich habe ich Ziele, die ich durchbringen möchte. Wie gesagt, es ist einfach diese Politik mit Hausverstand, dass man, also ich weiß sehr wohl aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit, was die Menschen so täglich bewegt und das könnte ich sehr gut im Landtag einbringen. Das wäre das, warum ich es mache. Wie das zustande gekommen ist, ich wurde einfach vorgeschlagen, weil ich einfach jetzt schon sehr engagiert bin. Ich mache sehr viel, bin Vorsitzende für Frauen in der Wirtschaft. Hat man gleich das nächste Thema, Frauengleichberechtigung in der Wirtschaft, sprich gleiche Chancen, nicht nur gleiche Bezahlung, das wird ja immer wieder unterschiedlich dargestellt. Natürlich nicht zu vergessen die gleiche Bezahlung, aber wichtig sind gleiche Chancen. Danke. Gut,
Was würde ich persönlich auf jeden Fall mal, würde ich fordern, ganz massiv eine Offenlegung der Gewahrung. Was passiert mit den Geldern, die nicht so deklariert sind, wie sie deklariert gehören? Wo fließen da Mittel hin, in welche Kanäle, wo keiner von uns weiß, was mit dem Geld passiert, und ein gewisses Klientel wird wieder bereichert oder bekommt indirekte Förderungen und Geldmittel zur Verfügung. Das verursacht ein Ungleichgewicht und einen unlauteren Wettbewerb. Dann ganz wesentlich für mich das Gesundheitsthema. Was ist tatsächlich los in der Steiermark? Ist die Gesundheit, also die Gesundheitsversorgung, der Notfallsdienst flächendeckend gegeben? Ich glaube, da gibt es massive Probleme in manchen Gebieten. Gibt es tagelang keine Ärzte, keinen Notfallsdienst, aber es wird alles verschwiegen. Also diese Sachen können offengelegt. Und ganz wichtig ist auch das Thema Bildung, dass man da mal hinschaut, was passiert überhaupt in unserer Schulstruktur. Ja, was in Graz schon teilweise angegangen worden ist, Bürgerbeteiligungskonzept, das ist jetzt zwar noch nicht fix und fertig, aber es ist zumindest im Entstehen, das gehört auch auf das Land übertragen, dass die Bürger einfach mehr Beteiligungsmöglichkeiten haben in allen Bereichen, wo sie betroffen sind. Wichtig ist, dass auf jeden Fall die Finanzen von Politik und Verwaltung offengelegt werden, damit die Leute wissen, was passiert, und es müssen vor allem auch die ganzen Subventionen und das ganze Sponsoring muss überdacht werden, weil da fließen Gelder in Institutionen und in Vereine, die eigentlich nicht wirklich das Geld benötigen, und andere, vor allem kleinere Künstler zum Beispiel oder Initiativen, die haben wirklich ein Problem, dass sie mit dem bisschen Geld, was sie kriegen, durchkommen. Also wie gesagt, Transparenz und Bürgerbeteiligung sind mal wesentliche Punkte, die ich umsetzen möchte, sofern es mir möglich ist. Und was noch ist, Richtung Arbeitsmarkt verbessern, also da müssen auch Verbesserungen stattfinden. Da möchte ich auch sehr dafür einsetzen, dass da was geschieht. Und nun das Schlusswort. Ja, ich sehe schon, welche Konstellationen oder Koalitionen sich da abbilden könnten. Interessant. Also Transparenz für die nächsten 5 Jahre, Öffnung, all diese Dinge, das ist auf jeden Fall auch das, was Grüne fordern. Es sind zum Beispiel nicht einmal die Regierungsbeschlüsse im Landtag für die Landtagsabgeordneten verfügbar. Ja, das ist irgendwie unglaublich, geschweige denn zur Bevölkerung, geschweige denn Bürgerinnenbeteiligung und so weiter. Ja. Parteifinanzen offenlegen plus die ganzen Querfinanzierungen, Quersubventionierungen, versteckten Inserate und ich weiß nicht, was alles Gelder. Dann Bildung und Bildungsgerechtigkeit auf jeden Fall. Das inkludiert auch Schulsozialarbeit und andere Maßnahmen, um Kindern aus nicht, also eher benachteiligten Umfeld dieselben Chancen zu ermöglichen. Start-up-Wirtschaftsförderung, auch ein wichtiges Thema, vor allem, dass Wirtschaft auch anders gesehen wird als nur die traditionelle, die so das Klischee der Wirtschaftskammer vor allem in ihrem Kopf hat. Frauenförderung wäre ein wichtiges Anliegen. Ja. Und zur Frage, ob ich in Graz nochmal kandidiere, wahrscheinlich nicht, weil ich meinen Hauptberuf wieder voll ausüben möchte. So. Das war sozusagen dieser unmoderierte Teil von mir. Jetzt natürlich die Fragen ans Publikum. Wer möchte den Anfang machen? Immer diese schweigenden Massen. Bitte schön. Also ich habe jetzt von fast allen gehört, wichtig Transparenz und überall den Überblick bereiten. Aber was mir ein bisschen hinter hier hinten versteckt, Was mir so abgegangen ist, ist jetzt die Unterscheidbarkeit, speziell bei Neos und Grünen auch. Also was mir ein bisschen abgegangen ist, ist die Unterscheidbarkeit, speziell bei Neos und Grünen. Da habe ich sehr ähnliche Konzepte gesehen, auch ein bisschen von den Piraten. Mich würde interessieren, wie unterscheidet ihr euch hier in der Steiermark speziell? Wer soll beginnen? Egal. Okay, also das heißt, die Frage ist jetzt gegangen, Also, ich fange dann mal an. Bitte. Unterscheiden. Also, natürlich sind wir in dem Bereich Transparenz, Kontrolle, Öffnung, Zugänglichkeit und so weiter. Da gibt es wohl nicht viel Unterschied, weil das Ziel einfach so klar ist. Ja? Ich denke, der Fokus ist unterschiedlich. Also, wir haben natürlich ganz stark auch diesen Umweltfokus, der für uns aber auch verknüpft ist mit Wirtschaft, Arbeitsplätze, über alternative Unternehmensformen und so weiter, also die sich mit alternativer Energie beschäftigen und so ähnlich zu fördern. Das ist
jetzt sicher nichts, was die Neos nicht wollen, aber einfach die Gewichtung ist eine andere. Und ich denke auch, dass bei uns in dem Bereich Bildung dieser zusätzliche soziale Aspekt vielleicht stärker im Fokus ist als bei dem, was ich bisher vom Neos-Programm so gehört habe, aber das widerspricht sich ja prinzipiell nicht. Ja. Wie ist bei euch jetzt mit Frauenförderung, wie ist der Frauenanteil, das wird man sehen, bisher war, das habe ich gemerkt, doch immer etwas schwieriger, dass ihr da ähnlich gut verteilte Listen habt wie bei uns. Und ein Bereich, den ich jetzt nicht weiß, ob das bei euch Thema ist, das ist all das, worum es geht, Antifaschismus, Gedenkpolitik, speziell, so wie jetzt, eines meiner Projekte sind diese Stolpersteine für NS-Opfer und jetzt 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs dort eine andere Art von Gedenkkultur zu machen, kenne ich jetzt bei euch nicht, aber kann mir nicht vorstellen, dass das nicht von euch unterstützt würde. Aber unterscheiden müsst ihr uns. Also ich sehe das auch so. Also, werden die Oppositionsparteien sagen, im Moment, da stinkt es in einigen Bereichen und das ist unser Fokus, weil das hemmt ja auch die Zukunft unseres Landes und es sind halt einmal die Schulden und das Budget und die ganze Problematik der versteckten Förderungen, dass wir uns da draufsetzen. Was uns, glaube ich, auszeichnend ist, wir sind eine Unternehmerpartei, also wir schauen, dass der Wirtschaftsstandort, der Unternehmerstandort gezielt gefördert wird. Wir gehen zu den Unternehmen und fragen vor Ort, wo sind eure Probleme, versuchen das zu analysieren und dann auch Mittel zu finden, damit man das für die Zukunft besser macht. Auch das Steuerreformkonzept, was wir ausgearbeitet haben im Bund, waren wir einer der Ersten. Also wir haben uns wirklich dem Problem angenommen. Das heißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man muss es halt einfach tun. Das ist sicher einer unserer Schwerpunkte, wo wir uns ein bisschen unterscheiden, vielleicht von den anderen Bewegungen und Parteien im Wirtschaftsbereich und natürlich das Thema Bildung, wo wir sagen, mit der Initiative Talente blühen und Bildungsreform, Schulautonomie und autarke Schulsysteme, also da haben wir uns auch wirklich Gedanken gemacht, dazu. Ich glaube, das sind unsere zwei Schwerpunktthemen. Das andere, was noch dazu kommt, jetzt auch im Hypo-U-Ausschuss, da versuchen wir auch wirklich mit einzelnen Kausen dem Bürger ein Bild zu geben, dass es versteht. Weil oft ist es ja so in der Politik, das versteht ja der normale Nehmer. Und du musst halt das so ausarbeiten und so plakativ darstellen, dass der Bürger sagt, aha, so läuft es und jetzt da verstehe ich das auch und jetzt kann ich auch was tun dagegen. Oder mit zusammenschließen und sagen, auf die Straßen gehen, hey, Sauerei. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass man die Leute erreicht mit den Themen. Das ist so wie bei diesem Tipp-Tipp-Beispiel. Vor einem Jahr noch hat viele überhaupt nichts anfangen können. Heute ist der große Aktionstag. Ich war vorher am Infostand, wo die Leute kommen schon sagen, wo kann ich das unterschreiben? Und das wäre ohne übergreifende, parteiübergreifende Information an die Leute überhaupt nichts gekommen. Ich muss da kurz eingreifen, damit der Peter Böschler auch seine Zeit hat, dazu antworten. Natürlich. Ja, uns geht es in erster Linie auch um dieselben Themen. Natürlich, das sind einfach Probleme, die bei uns brennen und wo etwas angegriffen werden muss. Was bei uns noch darüber hinaus ist, wir sind selbst basisdemokratisch organisiert, wir wollen mehr Demokratie, mehr Mitbeteiligung, wir wollen einfach, dass die Österreicher und Österreicherinnen mündigere Bürger werden, die auch ein Mitspracherecht haben und überall mitreden können und müssen natürlich auch dementsprechend informiert werden und das ist natürlich etwas, was uns ein bisschen von den anderen auch unterscheidet. Und wie gesagt, weil du früher angesprochen hast, so wegen Rechtsextremismus und so weiter, wir lehnen sowieso jede Form von Extremismus, egal ob von links oder von rechts, ab. Also das ist einmal ganz klar. Wir sehen uns jetzt eher nicht so als wirtschaftsliberale Partei, wie es bei den Neos oder voll ist, wir sehen uns eher als sozialliberale Partei. Wir sind natürlich schon interessiert, dass der kleinen und mittelständischen Betriebe, dass es denen gut geht, aber wir wollen eher die Großbetriebe, die großen Konzerne ein bisschen beschneiden und dafür sorgen, dass die arbeitende Bevölkerung von dem Einkommen eher Auskommen hat, wie es heißt. Ja, ich habe eine Frage, und zwar die Daniela hat schon angesprochen. Aktuelles Thema, CETA, TTIP, dieser, sehr wichtig vor allem. Ganz besonders würde mich jetzt interessieren, wie die ÖVP Graz dazu steht. Beziehungsweise in der Steiermark. Ganz kurz nur zwecks der Transparenz. Die Fragestellung ist jetzt von einem Mitglied der SPÖ gekommen.
Das wollte ich nur dazu sagen. Damit das dann ja, aber ich bin jetzt nicht als Mitglied des ja, BEDO. Ich bin hauptsächlich Student. Du müsstest ja da sitzen. Und rein aus grundsätzlich globalem Interesse, weil es ja uns alle was angeht, egal was für Partei. Und wie die anderen dazu stehen. Ich kann so viel dazu sagen, wo ich meine Information selbst her habe. Dass eben durch Verbreitung in den Medien, zum Beispiel in der steirischen Wirtschaft, hat es da ganz eine tolle Reportage gegeben, was TTIP wirklich, worauf das wirklich abzielt, was wirklich die Kernproblematik ist. Und da wurde eben der Interessierte, hat sich da ja, sehr gut informieren lassen. Ich habe eigentlich auch nur aus dieser Serie meine Information, die offizielle Stellungnahme. Ich meine, ist natürlich, kann man sich ja eh denken, woher das kommt, dass eben dieses Freihandelsabkommen unterzeichnet werden sollte. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr gut ist, dass gewisse Initiativen gestartet wurden, dass gewisse Dinge neu überdacht werden und vor allem auch wirklich neu geschrieben werden. Das war, einiges geändert wird, weil es kann nicht sein, dass das Freihandelsabkommen zulasten eines Staates geht oder zulasten mehrerer Staaten in Europa. Also, ich habe mich herzlich eingeladen, heute mitzumachen beim Protest. Die Piraten sind dabei, wir sind dabei, zig andere, also ist noch ein Platz frei. Ja, ich habe auch eine Frage, und zwar ist sozusagen in der ersten Vorstellungsrunde ist eigentlich von allen Parteien gekommen, klares bodenständiges Denken, Hausverstand, war von der ÖVP, NEOS, Menschen müssen wieder gehört und verstanden werden, Piraten, basisdemokratisch organisiert etc. Ich komme aus dem Bezirk Giacomini, bin Bezirksvorsteher, Stellvertreter. Das, was ich sagen kann, ist, dass ich mehr oder minder, wir sind der einwohnerstärkste Bezirk von der gesamten Steiermark, ja, also sogar Leoben ist kleiner, ich habe in den letzten Jahren ja, von Landtagsabgeordneten nie eine Spur gesehen im Bezirk und habe sie nicht wahrgenommen. Meine persönliche Frage ist jetzt, dass ich sage, also was verstehen Sie mit diesen Slogans, die Sie hier gesagt haben, tatsächlich unter Basisdemokratie und wie ernst meinen Sie das wirklich? Denn der Dialog kann nur vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern und auch der Bezirksrat ist genau diese Schnittstelle sozusagen zu den Bürgerinnen und Bürgern. Die Frage ist in dem Fall von einer ÖVP-Person gekommen, um die Transparenz zu behalten. Vielleicht darf ich da gleich eingehen und ich finde es, danke für die Frage, weil genau da sehe ich das große Problem. Die Leute oben oder in den diversen Gremien, Landtägen und Nationalräten, wo auch immer, die wissen gar nicht, was draußen los ist. Also ich habe das gemerkt, wir haben voriges Jahr im Sommer unser Sommergespräch gestartet und ich kann mich noch gut erinnern, da sind wir so durch die Bezirke gefahren, haben unsere pinken Würfel hingestellt und haben einfach mit den Leuten geredet. Und da haben wir, ich glaube, ja, 10 oder 15 Leute aufs Gesicht zugesagt, was ist mit euch los, was tut ihr da, ist er wohl, weil sonst sichtbar für euch geworden. Und genau das ist das Thema, nicht? Du sagst, nein, wir wollen wissen, wie geht es euch, wo sind die Probleme, sagt es uns, wo eckt es, wo hakt es. Und das ist auch jetzt ein Thema, also ich war gestern auch draußen, weil wir müssen ja Unterstützungserklärungen sammeln, so wie die Piraten, und die haben jetzt Wahlkreis 3 zugemacht und du stehst halt draußen und redest, du kriegst halt sehr viel mit und sehr viel Feedback und natürlich nicht immer positiv, sondern auch die sagen dir ins Gesicht, deine vergisst die Politik, da kannst du nichts ändern und jeder frisst aus dem Trog aus, wenn er dazukommt. Nicht? Es ist halt immer nur, ich sage dann meistens, es ist halt, kommt darauf an, wie viel ist drin im Trog. Nicht? Wenn weniger drin ist, kann weniger passieren. Aber das ist eines der großen Themen, du musst wieder raus, du musst unter die Leute und fragen, was spült sich tatsächlich ab. Und ich würde da auch an alle appellieren, wie sie sitzen im Landtag oder im Nationalrat oder sonst wo, geht's raus und fahrt einmal durch die Bezirke in der Stadt oder durch die Gemeinden und geht's rein und fragt, wie es die Leute geht. Und dann kriegt ihr ehrliche Meinung, dann wisst ihr, wo die Politik steht derzeit und wo sie sein müsste. Das kann ich nur unterschreiben. Das ist, also ich merke so, wie jetzt beim Infostandl stehen, egal zu welchem Thema, oft ist das jetzt gar nicht eine grüne Sache, sondern man steht zu irgendwas anderem, man kriegt wirklich viel Rückmeldung, auch eben immer nicht nur angenehme, manche kommen halt auch zum Wutablass und sonst, aber trotzdem ist das, so wie auch jetzt unsere Hausbesuchskampagne, schon was, wo man mehr an die Leute
herankommt. Und also was jetzt die Einbindung von den Bezirken in der Stadt betrifft, ist sicher einiges da zu verbessern. Also wir versuchen über unsere eigenen Bezirksratskolleginnen und Kollegen da eh immer dran zu sein. Und was halt auch wichtig ist, dass bestimmte Informationsveranstaltungen dann auch niederschwellig sind. Ich denke jetzt an den Werner Kogler, der mit seiner Hypotour halt in die Weißen, in die Gasthäuser geht. Da erreicht man natürlich auch ein ganz anderes Publikum und kriegt ganz andere Rückmeldungen, als wenn ich das in irgendeinem Vortrag sage. Also ich würde sagen, das ist ganz, ganz wichtig, diese Offenheit, und es ist auch gut, wenn das wirklich dann eben rüberkommt, und ich weiß, es wird von der Bevölkerung angenommen, wenn sie wen haben zum Diskutieren. Wo ich allerdings Kritik übe, ist, ich glaube nicht, dass die Bevölkerung jetzt einem wirklichen Spitzenpolitiker echt ins Gesicht sagt, oder zumindest das Gleiche dem ins Gesicht sagt, wie er zum Beispiel mir oder euch sagen würde. Da passieren nämlich große Unterschiede, da ist dann eine gewisse Feigheit sehr wohl zu bemerken. Was das in die Bezirke gehen anbelangt, also kann ich nur sagen, dass ich zum Beispiel für Frauen in der Wirtschaft ständig irgendwelche Veranstaltungen mache und immer sehr dankbar bin, auch wenn Politiker daran teilnehmen. Die kriege ich zum Teil gar nicht so leicht, meistens vor einer Wahl, da stellen sie sich an, ansonsten ist das eher nicht so der Fall. Ich denke immer, ich finde das ganz toll, sie lassen mir volles Vertrauen, ich kann machen, was ich will. Ne? Und ich habe aber meistens eine Bühne von 50 Damen, habe ich immer, bei kleineren Geschichten, habe nächste Woche wieder was, Unternehmerinnenfrühstück bis über 200 Damen. Also das ist schon einmal, wo man eine gewisse Meinungsbildung auch machen kann, ne? Wo man was von sich geben. Ein großes Problem bei den politischen Entscheidungen ist meiner Meinung nach das, dass sehr viele hinter verschlossenen Türen am grünen Tisch mit Beratern ausgehandelt werden. Und ich habe das sehr stark gemerkt bei der landesinternen Strukturreform, die gewesen ist. Da ist zuerst einmal mit den Abteilungsleitern kurz gesprochen worden, was sie sich so vorstellen, und dann haben sie sich zurückgezogen, es ist keine Information nach außen gedrungen. Mit den Leuten, die unten wirklich arbeiten, hat nie einer gesprochen, und das sind einfach Sachen, da kann nichts Gescheites rauskommen. Und was Sie angesprochen haben mit den Bezirksräten, das ist etwas, was uns auch in Graz im Gemeinderat beschäftigt momentan, wo wir auch überlegen, wie wir die Bezirksräte ein bisschen mehr stärken können. Weil entweder stärken die Bezirksräte, dass die auch mitreden können und unseren Vorschläge einbringen können, Anträge, oder sonst ist das Geld ausgeschmissen, was man dafür zahlen. Da brauche ich keine Bezirksräte. Sie haben schon ihre Funktion, das ist immer ganz praktisch. Nein, wenn ich jetzt schwierige Entscheidungen zu treffen habe, dann kann ich sagen, okay, der Bezirksrat hat das Veto eingereicht. Also das ist schon. Nein, es ist einfach das Problem. Es ist das Problem, unsere Bezirksräte bringen. Wir haben da jetzt so eine Statistik, das haben wir mal rausgefunden, unsere Bezirksräte bringen Ansuchen ein beim Gemeinderat. Dann ein Jahr später wird urgiert, ein Jahr später wird wieder urgiert, es kommen teilweise nicht einmal gescheit Antworten zurück, und das ist das Problem. Sie werden teilweise ignoriert. Ja, und die Bezirksräte sind aber die vor Ort sind, die wissen, wo es brennt. Stimmt, und die müsste man anhören, und die müssten auch ein Mitspracherecht bekommen im Gemeinderat. Also es hat ja immer wieder im Gemeinderat Versuche gegeben, das aufzuwerten. Eine Überlegung war, dass es dann einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür für Bezirksratsvertretungen gibt, dass die halt auf der Sprechstunde haben, weil allen Stadtregiererinnen und Stadtregierern de facto unterm Strich muss man sagen, die werden nicht gehört. Wenn nicht über die eigenen Parteikanäle, so ist mein Eindruck, Druck gemacht werden kann auf den jeweiligen zuständigen Stadtrat oder Stadträtin, dann passiert genau gar nichts. Ja, also es gibt schon immer wieder Versuche, als die Lisa Röcke das Verkehrsressort hatte, bestimmte Verkehrsberuhigungsstraßenzüge bei dem Bezirksrat auf jeden Fall einzubinden. Wollte ich ja sagen, so da werden sie extrem mal verwendet. Ja. Na, verwendet. Ja, schon. Na? Muss ich wirklich sagen. Also verwenden würde ich das jetzt nicht nennen, wenn der Bezirksrat eingebunden wird in eine gemeinsame Entscheidungsfindung, wo jetzt die Parkplätze, was auch immer hinkommen soll und wo nicht. Das denke ich, das ist für mich Partizipation. So, wir haben noch zwei Fragen und dann stelle ich noch eine. Ich habe auch via Facebook was bekommen, das werden wir dann recht kurz beantworten, weil uns dann langsam leider auch die Zeit ausgeht. Sie haben vorher das Thema Arbeitslosigkeit angesprochen und jetzt speziell die Frage an die NEOS, aber auch an die anderen Parteien. Was kann man gegen die immer wieder steigende Arbeitslosigkeit tun, gerade jetzt auch auf Landtagsebene oder auch auf Gemeinderatsebene?
Gut, damit es Arbeitsplätze gibt, braucht es Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen. Das ist einmal ein Punkt, dass man sagt, das Unternehmertum muss wieder attraktiv sein. Und das fängt natürlich an bei den Steuern. Also ich kann nicht dem Unternehmer nur eine Steuer nach der anderen aufbürden und dann verlangen und sagen, und jetzt mache attraktive Arbeitsplätze. Also es muss, die Lohnsteuersenkung muss her und es muss auch der Wirtschaftsstandort, der Unternehmerstandort gefördert werden, damit neue innovative Arbeitsplätze entstehen. Das ist das eine. Das zweite ist, es kann nicht sein, dass es Unternehmer gibt, die eine Unternehmenskultur fahren, wo es gezielt gegen 50+ Mitarbeiter geht. Das heißt, der kostet zu viel, der ist vielleicht zu unangenehm, da schauen wir, dass wir den weiterbringen, weil dann kann ich mir zwei Junge anstellen und das kostet mir noch immer weniger wie der erfahrene 50+ oder die erfahrene 50+. Also das muss gefördert werden, dass die Leute, die diese enorme Lernkurve mitbringen, die Erfahrung, dass die gefördert werden, auch für Unternehmen, damit es in dem Bereich nicht so große Arbeitslosenzahlen gibt. Und was für mich auch noch ganz wichtig ist, die EPUs, die Einpersonenunternehmen und die KMUs, es muss möglich sein, heute in der Steiermark im Jahr 2015, dass du innerhalb einer Stunde oder innerhalb von zwei Stunden ein Unternehmen gründen kannst. Und es kann nicht sein, dass du von Bonsius bis zu Pilatus geschickt wirst zur Wirtschaftskammer, die sich als Behörde aufspült, die quasi Behördencharakter hat in der Steiermark, die die Hürden vorgibt und du quasi am Unternehmensgründen schon gehindert wirst. Und das sind alles Faktoren, die dann direkt oder indirekt in diese in die große Arbeitslosenrate mit hineinspielen. Und da gehört einfach mal geschaut, dass man schnell gründen kann, dass dann danach auch eine Steigerung des Umsatzes möglich ist, dass der Wirtschaftsstandort, der Unternehmensstandort erhalten bleibt und dass man die Gruppe 50+ nicht so links liegen lässt. Das gehört gefördert. Da muss ich jetzt kurz eingreifen vom Ansgar der Wortmeldung. Ja, naja, ich kann es phasenweise sehr wohl unterstützen, was der Kollege da sagt, aber was sicher nicht stimmt, ist, dass den Gründungswilligen Stolpersteine in den Weg gelegt werden. Ganz im Gegenteil, es gibt in der Wirtschaftskammer dieses Gründungscenter, das macht fast alles. Das geht wirklich, das ist wirklich ein One-Stop-Shop mittlerweile geworden, Shop von Anführungszeichen. Du kriegst die ganze Information. Ja, es funktioniert wirklich sehr, sehr einfach. Was ich noch dazu als wirkliche Errungenschaft auch mitteilen kann, ist, dass endlich für sehr viele Kleinbetriebe die Betriebsanlagengenehmigung nicht mehr notwendig ist. Das ist jetzt endlich passiert und das ist sicher auch ein ganz großer Vorteil, weil das sicher eine große Hürde ist. In zeitlicher Hinsicht und auch in finanzieller Hinsicht, weil eine Betriebsanlagengenehmigung kostet sicher 2.000 Euro oder so, schwimmt da im Raum für ganz kleine Unternehmungen. Also das heißt, die Gründung an sich ist, glaube ich, nicht das Problem. Es funktioniert auch wunderbar, diese Begleitung von EPUs, das funktioniert auch schon. Ich glaube, das große Problem ist, dass endlich der EPU wen anstellt. Da gibt es noch eine gewisse Schwierigkeit. Förderungen gibt es da jede Menge. Ja? Für diesen ersten Mitarbeiter gibt es ganz, ganz tolle Förderungen. Ich kann ja immer wieder das... Wenn ich kurz was dazu sagen darf, wegen den Förderungen. Was mir immer wieder auffällt, ist, Österreich ist nach wie vor das Land der Förderdschungel und dass hier zu wenig auch hinauskommuniziert wird. Sagen Sie, dass das auch entsprechend mehr präsentiert werden sollte, damit man vielleicht auch mal kanalisiert, wer ist für was zuständig, damit man einen leichteren Zugang. Ja, da wäre ich komplett dafür, dass das viel leichter überschaubar ist, ja, was es für wen gibt. Ich habe selbst das Gefühl, wenn ich schaue, was so alles angeboten wird oder ob irgendetwas auch für mich passen würde, stehe ich selbst daneben. Beziehungsweise es ist so ein großer zeitlicher Aufwand, dass man sagt, ist das überhaupt notwendig? Steht das in Relation dazu oder schaue ich, dass ich gleich einnahmenseitig, mehr Umsatz mache, dann brauche ich die ganze Förderung. Ist schon klar. Piraten und Grüne? Vor ein, zwei Jahren hat es einmal die Diskussion gegeben, die Tagesarbeitszeit von 10 auf 12 Stunden zu erhöhen, die maximale.
Das ist meiner Meinung nach sowieso ein komplett falsches Signal in die falsche Richtung gewesen. Es sollte eher so, weil es ist momentan so, dass die Leute teilweise Überstunden machen müssen, manchmal auch unbezahlt. Es ist an sich genug Arbeit da. Wenn man die Wochenarbeitszeit reduzieren würde, dann hätten viel mehr Leute Arbeit, dann wäre es viel einfacher. Letztendlich, wir beraten wollen sowieso, dass wir hinkommen zu einem bedingungslosen Grundeinkommen, dass jeder zu mir einmal eine Mindestsicherung hat. Damit sind dann solche Arbeitsverhältnisse, prekäre Arbeitsverhältnisse, wo die Leute mehr oder weniger zu Sklavenbedingungen und um Mindestlöhne arbeiten müssen, dass das einmal aufhört. Die Leute sollen von dem, was sie arbeiten, auch leben können. Ja, die Diskussion kenne ich. Was sagen die Grünen dazu? Frage jetzt, was tun gegen Arbeitslosigkeit? Ganz wichtiger Punkt ist sicher Bildung und noch mehr Bildung und noch mehr Bildung und vor allem auch so, je nach Zielgruppe jetzt der Arbeitssuchenden, dass nicht, sei es jetzt akademisch, nicht alle BWL studieren müssen, sei es Lehrberuf, nicht alle Friseurin oder Kfz-Ausbildung haben, sondern dass halt auch aufstrebende Berufsfelder in der Schule schon vermittelt werden. Dann denke ich auch bei der Unternehmensförderung, gibt es einiges noch zu tun. Also die städtische Wirtschaftsförderung ist relativ dürftig. Ne? Und es ist auch nicht es gibt schon so Dinge wie Förderung für Coworking-Arbeitsplätze, also als Spaces für kleine Unternehmen, die sich gründen und halt am Anfang einmal Infrastrukturunterstützung kriegen und so weiter. Aber da gibt es sicher einiges noch zu tun. Ein dritter Punkt ist auch Investitionen der öffentlichen Hand, die, also wenn die Stadt jetzt nicht nur den Sparkurs macht, sondern auch, sei es jetzt in den Straßenausbau und in solche Dinge investiert, wo Arbeit vor Ort damit auch geschaffen wird, weil das in der Regel dann heimische Bauunternehmen sind oder auch andere Investitionen, ist sicher förderlich, statt immer nur ganz einzusparen, wobei natürlich ausgleichliche Einnahmen-Ausgaben-Sache dahinter stehen muss. Ja. Und ein vierter Punkt, der natürlich jetzt nicht auf Gemeindeebene zu entscheiden ist, es geht auch in diese Richtung, Arbeitszeitverkürzungsmodelle sehr wohl zuzulassen und zu durchdenken, mit Mindestsicherungsmodellen zu verknüpfen und zu schauen, wie dann von den Kuchen, die wir gleich schon mal hatten, für alle so viel da ist, dass man davon auch wirklich leben kann und nicht Arbeit hat, aber erst wieder Unterstützung braucht. Ich möchte jetzt, also du nimmst das mal nicht böse, wenn ich eine letzte Frage stelle und wir das leider auf ein anderes Mal verschieben müssen. Ich möchte eine Frage noch stellen, nämlich zum Politfrust und zum Nichtwählertum, sage ich jetzt mal. Die Nichtwählerzahl ist steigend, genauso wie die Arbeitslosenzahl, sage ich mal. Der Politfrust erreicht immer mehr und mehr neue Ebenen, sage ich. Kurze Antworten, wie wollen Sie das? Ist das Ziel der jeweiligen Partei, um Politik wieder attraktiv zu machen und die Wähler wieder zurück an die Urnen zu holen? Ladies first. Ja, ehrliche Politik, die wird sicher beim Wähler ankommen. Politik, die der Wähler versteht. Weil Wünsche sind ja da. Es ist ja heutzutage, dass das jeder sich einbringt, bei der Stelle, wo er dann wirklich immer gehört wird, sondern auf Facebook oder in gewissen anderen Foren da gibt es ja ständig Diskussionen, das ist ja da, dass das Austauschpotenzial sollte man mehr hören, mehr wahrnehmen. Und ich persönlich, ja, ich versuche einfach so zu reden. Wie gesagt, ja, ich habe eben noch den Zugang zur Bevölkerung, ja, und versuche sie wirklich persönlich zu überzeugen. Christian Böhler? Das ist ja, glaube ich, das leidigste Thema, warum wir alle da sitzen. Es ist halt, Politik darf nicht nur das Amt als solches sein, sondern es muss wieder der Wille sichtbar werden, etwas für den Bürger zu tun, und nach 5 Jahren oder spätestens nach 10 Jahren muss es so sein, dass man sagt, danke, das war es in der Politik. So, manchmal lässt uns halt die Technik doch im Stich, deswegen bitte nicht wundern, wenn es diesen argen Cut gibt.
Wir haben einen kurzen Nachdreh mit Peter Böschel und Daniela Grabe. Jetzt möchte ich noch mal die Frage stellen bezüglich der Nichtwähler. Wie wollt ihr mit dem Thema Nichtwähler umgehen in dem Wahlkampf? Wie wollt ihr Leute wieder zurück an die Urne bringen? Peter Böschel, Piratenpartei. Ja, wir sprechen sehr viel auf der Straße mit den Leuten und wir verstehen natürlich auch die Bedenken der Leute, warum sie nicht mehr zur Wahl gehen wollen. Der Tenor ist grundsätzlich so, dass sie sagen, ja, warum soll man gehen, es ändert sich ja doch nichts. Aber ich glaube, wenn alle Leute zur Wahl gehen würden, die jetzt sagen, sie gehen nicht mehr, und die alternative Parteien wählen würden, so wie die Piraten, dann würde sich sicher mal etwas ändern. Und das versuchen wir den Leuten auch im Wahlkampf, im direkten Gespräch klarzumachen. Von der Wiedereinführung der Wahlpflicht hältst du nichts? Nein, Wahlpflicht auf jeden Fall nicht. Es hat jeder das Wahlrecht, aber verpflichtend würde ich es nicht einführen. Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch und nochmal herzlich fürs Kommen beim letzten Mal. Bitte gerne. Tschüss. So, jetzt steht bei mir Daniela Grabe. Zum Thema Nichtwähler, zum Thema Wiedereinführung der Wahlpflicht. Wie bringt man Leute wieder zurück an die Urnen? Wie motiviert man Leute zurück an die Urnen zu kommen? Ich denke, eine wichtige Sache ist die Parteienvielfalt. Wenn die Leute das Gefühl haben, dass es immer nur zwei Parteien zum Beispiel gibt, die bis auf Ausnahmen dauernd die Regierung haben, ist vielleicht die Motivation einfach nicht mehr gegeben. Eine zweite Sache ist, wie wir vorher schon gehört haben, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das ist bei uns zum Beispiel durch Hausbesuche, wo man einfach einmal anhört, was die Leute für Bedürfnisse haben. Natürlich auch bei den Straßeninfostandeln. Und der dritte wichtige Schiene sind die Schulklassen, die Diskussionen, wo man an junge Leute herantritt, die ich als politisch durchaus sehr interessiert erlebt habe. Also das ist dann für die Zukunft, denke ich, auch wichtig. Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch und noch einen schönen Tag. Danke. So, das war die Folge 200 oder besser gesagt die Folge 16 von Inside Politics anlässlich des 200. Beitrages von meinem Blog. Wir sind mittlerweile schon ein bisschen weiter, wie ihr auch gelesen habt in der letzten Zeit. Es hat viel sich getan. Ich habe auch einiges machen müssen. Ich möchte aber hier abschließend auch noch sagen, uns ist hat leider die Technik ein bisschen versagt. Deswegen war das mit dem Ton am Ende nicht so gut. Und die 3 Minuten Stummfilm erspare ich euch. Deswegen sitze ich heute hier. Um was geht's noch? Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken bei Jürgen Brüder und bei August Peter Zurk, die es ermöglicht haben, am Barcamp diese Sendung zu drehen. Das war ein besonderes Erlebnis, hat mir gefallen. Es waren ja immerhin mehrere Leute dort von den verschiedenen Parteien, Publikum. Also es war alles Mögliche vorhanden, was man sich vorstellen kann, wie eben eine solche Sendung aussehen kann. Ich freue mich auf die Folge 2 mit der FPÖ, der SPÖ, der KPÖ und dem Team Stronach. Das wird sich hoffentlich auch noch vor der Wahl ausgehen. Und ob es wirklich eine Live-Sendung am Wahltag gibt, das entscheidet sich dieser Tage. Wir sind da gerade in Gesprächen mit anderen Kooperationspartnern. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich hoffe, ihr vergebt mir hin und wieder die technischen Mängel, die wir halt haben. Das passiert manchmal, insbesondere bei Live-Aufnahmen. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst. Auf die nächsten 200.